Moin moin, liebe Mitreisende. Es ist wieder Dienstag und Dienstag fängt eine neue Woche an. Diese Woche sind wir in Woche 13. Unglaublich, wie die Zeit rennt. Wir sind unheimlich weit östlich. Wir sind in Vardö im Moment noch und waren ja gestern auf dieser fantastischen Vogelinsel. Also falls ihr das nicht gesehen habt, guckt euch das letzte Video an. Da gibt es Puffins auf Armlänge. Das war der Hammer. Das ist so weit östlich hier. Mein Telefon hat sich gestern in Russland eingebucht. Und die Telekom hat mir geschrieben, willkommen in Russland. Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt. Hat mich ein bisschen erschreckt. Also, ich wünsche euch viel Spaß mit uns in Woche 13. Freut mich, dass ihr immer noch dabei seid und wir euch noch nicht auf den Sack gehen. Also, hauen wir rein. Ich bin gerade fertig mit Betten beziehen. Und dann muss die Nudel auf jeden Fall erstmal ihren Geruch da reinbringen und ihre Haare. Fetet sie gleich wie eine Bescheuerte im Bett. Ja, ihre Feder war aber auch länger weg. Die habe ich unterm Bett, unter den Matratzen wiedergefunden. Super Feder. Willkommen zurück in Eckeroy. Wir sind wieder da. Ja, wir machen hier ein kleines Päuschen. Ja, auf der Rücktour haben wir gedacht, hier steht ein super Müllcontainer und ein Glascontainer und ein Plastikcontainer. Da werden wir unseren Müll los. Und jetzt haben wir schnell auf die Schnelle mal 4 Brötchen aufgebacken und machen einen kleinen Lunchbreak. Und es ist auch noch ein Tisch frei. Und es ist noch ein Tisch frei, wo kein Exmo zwischen zwei Tischen parkt. Ah, das versteht ihr nur, wenn ihr die alten Videos geguckt habt von der letzten Woche. Das Wetter sah ja die ganze Zeit schon so zwielichtig aus und jetzt hat sich's auch beschlossen zu regnen. Also gerade sind wir noch fertig geworden mit unserem Essen. Das Wasser ist ganz schön düster geworden und jetzt geht's für uns hier auch weiter. Aber ein sehr netter Platz. Waren wir auch nicht die Einzigen, die den für ein Päuschen genutzt haben. Ist aber wirklich toll, weil du hast auf beiden Seiten Wasser. Schon geil. Voll gestresst.
Krasse Fahrzeuge, Teil 1. Das mal ein Gerät. Was für ein Auflieger. So ein fetten Bagger drauf. Sehr geil. So, das Flohbiel ist in adäquater Umgebung geparkt für die Nacht. Das Wetter ist nicht ganz so gut, aber wir haben einen ganz guten View. Rundrum, sehr schön. Es regnet zwar, aber Minnie Maus muss natürlich auch noch mal raus. Nicht nur wir sind verweichlicht, auch die Katze. Ihr ist es zu nass, das Gras. Das hat eben ein bisschen geregnet. Jetzt sitzt sie auf der Bank und lauert von da aus in das Gebüsch. Ich höre das ja, wenn die kommt. Eine richtige Katze setzt sich davor. Ah, du bist auch zu weich, Mäuschen. Genau wie wir. Wir sind auch zu weich. Motzen über die Straßen, Bodenwellen. Andere fahren Lamborghini. Heute gibt es Quietsch wieder. Quietsch. Ja, meins nicht zeigen. Susis darf ich nicht zeigen, das ist hässlich geworden. Ja. Aber meins sieht doch sehr gut aus. Es gibt Pizza-Quietsch. Hasi ist nicht begeistert. Hätte vielleicht noch einen Tick länger gekonnt, aber der Teig ist halt schon so. Und davon müssen wir abraten. Es hat eine Imperfektion. Weil oben drauf ist der Pizzateig richtig hart. Ja. Aber der Boden ist leider so half-baked. Also nicht machen, lieber Blätterteig nehmen. Den wollen wir jetzt gucken gehen. Hoffentlich ist er auch zu Hause. Fokker Vitulina. Ja, das gewohnte Wetter ist zurück. Regenwolken am Himmel und es nieselt. Aber das hält uns nicht auf. Wir gehen jetzt mal diese Straße runter hier. Da vorne an die Spitze und gucken, ob die Robbe zu Hause ist. Hasi kommt natürlich auch mit. Ich bin auch mit. Aber ich bin nicht so stringent hier mit meinem Puschel. Ich habe den schon wieder nicht dabei, deswegen... Ja. Nicht fehlen. Wenn ihr euch fragt, warum lauft ihr denn? So eine super Straße, hättet ihr mit dem Floh fahren können. Hat zwei Gründe. A, haben wir uns gestern zu wenig bewegt, viel im Auto gesessen und nur kurz raus zum Kaffee trinken, zum Koop, wieder rein. Also das hat nicht richtig was geschafft. Und B, möchte ich mit dem LKW nicht unbedingt weiter in das Naturschutzgebiet fahren als notwendig, um den ansässigen Piepmatz nicht zu stören. Deswegen läuft Trip Unlimited. Bewegung tut gut, heißt es. Ist aber weit. Hasi mit Profi-Equipment, spät die Robbe. Aber keine Robbe zu Hause. Ist Ebbe. Ist eh sehr wenig Wasser hier. Verstehe ich gar nicht, regnet so viel. Kleiner, unaufgeregter Morgenspaziergang den Schotter Highway lang.
gibt leider nicht viel zu sehen, außer Möwen und kleine Vögel, die ich nicht kenne. Doch, natürlich gibt es immer was zu sehen. Also Landschaft ist ja da. Und das ist schön. Also ein wunderschönes Flussdelta hier. Gänse gibt es auch noch zu sehen. Zurück am Floh. Schöner kleiner Spaziergang des Morgens. Jo, 6,5 Kilometer auf der Uhr. Jetzt können wir wieder ein bisschen Auto fahren. Können wir ein bisschen rumsitzen. Unser Stopp in Betzfjord. Wir sind Teilchen unterversorgt. Es gibt einen Kaffee und es gibt einen Muffin und es gibt so ein Schokoding. Ah, ich sitze genau im Schatten hier. Ah, guck mal, Schokoding. Mit irgendwelchen, mit Walnüssen und sowas. Das sieht lecker aus. Und der Muffin, auch lecker. Also ich bin ja nicht vom Fach, aber ich frage mich, ob das sinnvoll ist, hinter das Überdruckventil einen Absperrhahn zu bauen. Das könnte doch die Funktion etwas beeinträchtigen, oder? Also ich habe ja keine Ahnung, aber mir kommt das komisch vor. Ansonsten sieht das hier sehr gut aus. Alles schön sauber, neue Dusche. Jetzt noch eine kleine Küche, wenn du mit dem Zelt da bist. Kannst du hier auf zwei Platten was kochen, Kaffeefilter an der Wand, Töpfe, alles da. Nett. Na Puschel, mal lang machen. Es regnet wieder. Das heißt, gibt kein Burgerfest. Kann ich grillen. Dafür gibt es Nudeln. Da aber kein Parmesan mehr da ist, weil einer verschimmelt ist. Boah, das ist echt. Das gammelt alles weg in Norwegen so schnell. Gibt's Feta-Käse dazu. Und Basilikata. Fertige Soße vom Koop. Nom, nom, nom. Heute ganz, armselig auch, ganz ne? Delikat, ganz aufwendig gekocht. Kuschel, heute gibt's was Neues. Heute gibt's Feta-Käse. War gut. Du isst echt alles, ne? Nom, nom, nom.